So Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Diesmal Death and Hawks gegen Five Color Checkpoint. Ja, bin ich mal sehr gespannt. Oh, da hängt man eine 12 gewürfelt. So, kann man halt mal machen. Startet gut. Ja. Hier interessant, das Death and Hawks ist halt eine Kreation von einem normalen Death and Texas Deck, das eben auf die Squadron Hawks und die Force of Virtue arbeitet. Eine Variante, wo ich sagen muss, die sehr underplayed ist, ja, glaube ich. Also man sieht wirklich, da ich mich aktuell für das Deck interessiere, habe ich versucht, ein bisschen Recherche zu betreiben. Es ist sehr schwierig, irgendwas im Internet darüber zu finden. Ja, das Problem ist tatsächlich, dass es nur zu der kurzen Zeit, ein Mana Hymn. Es ist wirklich nur zu der kurzen Zeit, wo Renin 6 das ganze Spiel übernommen hatte. Und Renin 6 haben sie ja sehr schnell, sehr früh einfach Emergency gebannt und gesagt, hier, du nicht mehr. Und dementsprechend sind die ganz viele von den Death and Texas Spielern wieder zurückgegangen auf normales Death and Texas, weil es eben immer noch gute Resultate abliefert. Ich persönlich bin auch eher der Fan aktuell von Death and Hawks, weil es halt in bestimmten Matchups einfach unglaublich gut kommt. Ja, Stoneforge Mystic. Wir sehen da auch ein ziemlich hart gefoltes Deck. Ja, wunderschön. Da ist nur ein Force und das hat man keinen Pitch fürs Force, richtig? Ich habe mal Abrupt Decay gesehen, ich habe ein Fetchland gesehen. Ja, es ist ja auch schon ein Force rausgegangen. Ja, es ist, ich weiß nicht, ob man hier den zweiten überhaupt machen kann. Aber mit Abrupt Decay kann man praktisch jede Ausrüstung außer die Better Skull handeln. Ja. Und mittlerweile ist die Better Skull auch nur noch auf Platz 2 der gesuchtesten Ausrüstung. Ist das Schwert echt besser geworden? Ja, das Schwert ist auf jeden Fall besser geworden als die Jette in dem Matchup. Ja, in dem Matchup auf jeden Fall. Und auch in vielen anderen Matchups ist die Jette mittlerweile einfach nur noch so für die Jitten-Matchups da. Ja gut, weil ich meine, die Jette macht halt nicht so viel gegen den 3-3-L. Genau, das ist eben genau die Idee dahinter. Und die Jette hilft halt auch nicht gegen Death Touch. Wohingegen eben, also gegen... Wie heißen die Schlangen? Wie heißen die Schlangen und Vögel? Kotals. Kotals und Baited Strixes. Blablabla, Fankotl. Ja, Eisfan mit den Namen sprechen. Für mich ist es Schlange. Schlange. Schlange in die Her. So, da haben wir ein Land und ein Fetchland. Ich glaube, du willst mal hier wieder das Fetchland spielen. Einfach nur für das Wasteland, was darum liegt. Ja. Da ist eine Thalia. Thalia ist eine gute Karte. Und eine Snow-Covered-Ebene. Giver. Noch eine Snow-Covered-Ebene. Das hat den Vorteil, wenn wir das Deck sehr gut kennen. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich sehe da so viel weniger Sachen, die du da siehst. Ja, das da sah für mich gerade die ganze Zeit aus wie ein New Bordered. Wie New Bordered Ancient Tomb. Nee, es ist ein Giver. Ist ein Giver. Nee, ich weiß, dass das in dem Deck, also in dem Bild nicht gespielt wird. Ja. Tatsächlich kann man das in Death and Texas und auch in Death and Hawks tatsächlich spielen, das ja. Ancient Tomb. Dann spielt man meistens mit sowas wie. Wie heißen sie? Chalice of the Void oder eben sehr vielen Planeswalkern. So, die Giver. Giver go. Ja. Ja, kann man draw nicht. Land. Ich glaube, hier würde ich tatsächlich das Lure spielen, einfach nur, um den Gegner dazu zu bringen, zu wastelanden. Damit er jetzt kein Equipment reinlegt, meinst du? Ja, denke schon. Da kommt direkt der Fetch als Reaktion drauf. Ja, ich vermute auch, dass da jetzt relativ schnell das Abrupt Decay drauf liegt. Ja, das denke ich auch. Ja. Ja. Muss auch. Es tatsächlich ist weniger. Man hätte hier auch warten können und hätte warten können, dass der Gegner die ausrüstet. Das wäre ja, sogar wesentlich besser gewesen. Ja, weil er dann nach zwei Mana ausrüstet. Das wäre wesentlich besser gewesen, da einfach zu warten. Das Magic ist ein schönes Spiel mit so vielen Details. Ja, es sind Kleinigkeiten, die halt jetzt zum Beispiel einen Unterschied machen zwischen, er hat jetzt noch zwei Mana offen oder er hätte keinen Mana mehr offen, um die Thalia zu retten. Ja, ist richtig. Dementsprechend ist das schon relevant. Ja, ist richtig. Würde ich sagen. Weil, vor allem, weil ich ein Drowning-Loch auf der Hand gesehen habe. Da ist ein Duel, da wird gefetcht. Nee, es war kein Drowning-Loch, es war ein Oko. Ich habe ein Oko gesehen. Echt? Ja. Oko ist immer so, wo ich mir dann, ja, da kommt das Wasteland. Ja, hier kann man natürlich jetzt weiter auf Duels dann gehen, nachdem er gewastelandet hat, nachdem er das angekündigt hat. Er hätte das auch da nicht gemacht, glaube ich. Ja, er hat einfach das Erstbeste genommen, was er gesehen hat. Das ist vollkommen okay mit der Astrolab, das ist irrelevant. Ja, das kann einen aber auch Spiel kosten. Also ich habe tatsächlich mit dessen Hawks gegen dessen Texas deswegen einen mit verloren.
weil hätte ich das Mana gehabt, hätte ich wesentlich mehr in dem Spiel machen können. Ja, ja gut, aber hierbei ist es tatsächlich so, dass man das gut benutzen kann. Gerade ja, wenn man aus seiner Hand zieht, der hat nur einen Flickerbiss auf der Hand und Swords to Plowshares. Oh, da haben wir ein Food. Ein Food. Hier kommt der Food. Let the Oko begin. Kommt der Food. Ich mag Öko einfach nicht. Ja, ein Schadenport an dieser Stelle nicht so bad. Einfach nur, weil sie mit Talia sehr gut ist. Ja, ist richtig. Hier kommt der Angriff auf Oko. Die Frage ist, ob man hier mit oder ohne den Giver angreift. Ich denke, man nimmt ihn mit, einfach nur für den zusätzlichen Damage. Really? Ja, weil man ansonsten nächste Runde tickt der Oko jetzt um 1 nur hoch. Man haut ihn trotzdem für 3 kaputt. Das ist ein gutes Argument. So, ich habe jetzt nicht gesehen, was gezogen wurde. Ich glaube, er hat immer noch einen Force auf der Hand. Ja, ja, Force ist noch auf der Hand. Die Frage ist, was jetzt... Genau, hier wird jetzt ein Dryer Food raus. Eck, Eck. Ja. Bis Oko gedruckt wurde, mochte ich Elche. Mittlerweile esse ich nur noch Köttbler bei Ikea. Wildschwein ist lecker. Das ist richtig. Gute Karte, dieser Oko. Die Frage ist, ob der auch hierbei überhaupt noch im Format ist. Da kommt ein Flickerwisp. Flickerwisp kann jetzt natürlich richtig bitter sein. Die muss geforst werden. Force, ja. Weil ansonsten würde die einfach den Elch rausnehmen. Ja. An dieser Stelle würde ich jetzt trotzdem einfach mit allem reinhalten. Oh, boah, da kommt sogar noch Swords. Swords kann nicht gespielt werden, kostet 1 mehr. Nee, das kannst du nicht casten. Ja, da kurze Verwirrung. Mein Oko überlebt. Und jetzt muss. Nee, der Oko überlebt. Doch, der Oko kann überleben. Der Oko kann überleben. Ja, man kann hier Schutz vor Grün machen und angreifen, dann geht er zumindest auf einen. Aber. Dann kommt jetzt wieder ein Food. Es wäre schon klüger gewesen, glaube ich, mit allen drei anzugreifen und im Notfall halt die Talia zu verlieren. Ja, aber dann hätte er trotzdem nur 2 Damage gemacht. Stimmt, ist richtig. Dementsprechend macht das keinen Unterschied, das war so sogar noch einiges besser. Ja. Das ist ein neuer Food. Ja, plus Land. Hier muss jetzt. Oh, Westland, immerhin. Aber ich glaube, das hält man jetzt. Ich glaube, das möchte man jetzt nicht cracken. Ja gut, jetzt würde ich allerdings wahrscheinlich den Elch töten. Swords to Plowshares auf den Elchen und dann töten. Geht den Oho kaputt. Gerade weil der Jackpile-Spieler auch gezeigt hat, er hat keine Karten mehr auf der Hand. Ja, auf jeden Fall. Die Frage, ob das jetzt noch im Kopf ist, weil man hat versucht, das Swords zu spielen, es hat nicht funktioniert. Ich denke tatsächlich, dass das hier zu Verwirrung geführt hat, dass man das Swords hier nicht spielen konnte oder dass man eben denkt, es liegt im Friedhof. Oder man könnte es einfach nicht spielen, was halt teilweise einfach nicht richtig ist. Weil das wäre jetzt hier der obvious play, würde ich sagen. Ja, denke auch. Oh, doch, jetzt kommt's. Ne, ist eine Viola. Okay, Viola. Es ist wieder Schutz vor grünen Beat. Schade. Es ist tatsächlich, denke ich, diese leichte Verwirrung. Auf der anderen Seite kann man jetzt auch keinen Elchen machen. Anstelle vom Checkpal-Spieler, weil er dann nur noch auf 2 ist. Ja. Und er würde dann einfach wahrscheinlich sterben. Man will den Oko hier schon halten, also. Aber man macht es trotzdem. Ich glaube, hier wird sich auch gerade drüber unterhalten, dass das besser gewesen wäre mit dem Schwertern. So, ist jetzt die Frage, ob jetzt noch irgendwas kommt. Ja, jetzt kommt ein Schwert, ist leider zu spät. Ja, aber der Oko steht ja jetzt trotzdem in der Theorie. Schauen wir mal, ob das in der Praxis auch zutrifft. Elfiola auch vergessen. Oh, es ist Naiganyo Castle. Das ist eine gute Karte. Kann man mitarbeiten mit Natalia. Ja. Da wurde ein Magier vergessen, wird dann trotzdem noch nachgeholt. Das ist sehr nett. Ja. So. Jetzt Schutz vor Grün. Beat in Oko. Jetzt kann man mit Karakas den wiederum bouncen. Ja. Aber damit rettet man den Oko vor der Zeit. Also dieses eine Swords to Plowshares wäre es gewesen. Das wäre ihr Preis gewesen. Jetzt ist der Oko halt noch ein bisschen safe. Port Wasteland hätte ich jetzt gemacht, einfach nur um den Gegner wieder auf 3 Leben, auf 3 Mana runter zu setzen. Ja, okay, kommt zumindest das Port. Dann für 2 Mana ein Ponder. Hier wird nach einer Antwort gesucht.
konnte jetzt nicht genau sehen, was es war. So ein bisschen aus dem Force. Ich glaube, ich war ein Force, genau. Ich habe auch, glaube ich, ein Force gesehen, was sehr schlecht wäre. Ja, den will man halt jetzt gerade nicht. Nicht mehr, nein. Man sind hier im Top-Deck. Der Death and Hawk-Spieler hat die Fiole gleich auf 2, wo er sie hinhaben möchte. Ja. Schwierig. Oh, Bafos Tricks. Die wir haben. Gute Karte. Gerade weil man jetzt auch wieder seinen Oko ein bisschen gerettet hat. Ja. Weil man jetzt eben mit 3 Farben unterwegs ist, statt mit einer. Das ist sehr, sehr gut, tatsächlich. Ja, dann kommt der Food und der dürfte jetzt so langsam und sicher das Spiel dann übernehmen. Da war tatsächlich dieser eine Missplay. Obwohl man jetzt noch sagen kann, man macht Schutz vor Grün, man greift mit der Talia an. Und verhindert die nächsten zwei Schaden. Ja, verhindert die 2 Schaden mit Alganyo. Dann stirbt die Strix und man hat ihn wieder in der gleichen Position fast. Deswegen, das ist korrekt. Ist Alganyo ja halt nun mal eine ganz gute Karte, gerade mit Talia auch. Ja. Mal gucken, ob es auch gemacht wird. Der Jack Ball-Spieler hat es wohl gesehen. Zufall. Aber hier wird nicht gemeistert, es wird wirklich nur offen gehalten. Ja, was mich ein bisschen verwirrt tatsächlich. Ja, aber hier ist genau der Punkt. Man kann eben schauen, dass man das Mana behält durch das Wasteland. Ja, das verstehe ich. Weil man es eh genug Mana hat. Aber mit Natalia ist es halt schon ganz gut. Weil das ist der Punkt. Ich meine, braucht man dieses eine Mana oder schneide ich ihn denn lieber ab? Oh, naja, okay. Ja, dann geht er zumindest auf 5, man macht daraus einen Elch, damit kann man eben nicht mehr Schutz geben. Und jetzt wird's anstrengend. Zumindest für den Dessen Hawk Spieler auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, er hat ein Land gezogen, das gerade richtig gesehen. Das ist ein Port. Nee, es ist eine Ebene. Das ist natürlich auch nicht gut. Wunderschöne Ebene. Ja, ist richtig, aber es ist nichts, was man jetzt gerade sehen will. Nein, auf keinen Fall. Kennt, glaube ich, jeder Magic-Spieler so im Top-Deck-Modus ein Basic zu ziehen, was man nicht braucht, ist richtig bitter. Ja, vor allem, wenn man keine Wasteland spielt. Ja. Ah, jetzt fängt er an. Jetzt kann er auch den Wasteland benutzen. Wasteland ist Bayou. Oder das zumindest. Okay. Ja, es nimmt das Weiß weg. Anders ja, ist das Grün. Relativ uninteressant. Ja, ist richtig. Auch hier mehr Länder gezogen von dem Checkpoint-Spieler, aber er hat zumindest den Planeswalker. Und zwar einen der besten Planeswalker. Ansichtssache. Ich finde ihn tatsächlich extrem stark. Ja, er ist extrem stark, aber ich denke nicht, dass er über die Top 3 kommt. Nee, das nicht, aber er gewinnt halt diesen Top-Deck-Modus easy. Das machen Jays auch. Das verstehe ich. Und cooler. Weil der Gegner immer noch denkt, er hätte eine Chance. Das verstehe ich. Das ist wirklich so. Also bei Jace denkt man sich, ja, ist okay. Oh Gott. Ui, ein Hawk. Das ist natürlich nicht schlecht. Den hätte man hier aber in die Fiole reinbringen sollen, by the way. Das ja, war sehr risky. Das, ist so ein Move, den lernt man dann relativ schnell. Ja, es ist tödlich, wenn jetzt der Hawk geforst würde. Ja, das bricht einem dann manchmal das Genick. Ich spreche aus Erfahrung. Es ist so schön, wenn man sich dann so denkt, ja, den ersten cast ich, den zweiten weine ich dann rein. Falsch rum. Ja, es ist wirklich falsch rum. Andersrum ist es wesentlich besser. Look hat destroyed. Ja, 3 Hawks. Wenn jetzt noch eine Verzauberung auf der Hand ist, wird das wiederum richtig, ein richtiges Spiel, richtig ätzend. Ja, das wäre sehr, sehr stark. Es würde den Death and Hawk-Spieler auf jeden Fall aus seiner Versenkung ein bisschen rausholen, auf der er sich gerade ein bisschen reinmanövriert hat. Nachdem der Oko eben nicht Turn 5 oder so gestorben ist. Es ist sehr, sehr bitter. Der Oko ist halt einfach... Ja, der darf nicht lange liegen bleiben. Aber das dürfen die wenigsten Planeswalker. Es gibt wirklich, wirklich wenig Planeswalker, die lange liegen bleiben dürfen. Narset wäre jetzt zum Beispiel für Death and Hawks eine Karte, die könnte einfach liegen bleiben. Die ist einem relativ egal, außer man hat das Sword auf Fire and Ice. Ja, ist richtig. Aber ansonsten die Narset ist wahrscheinlich auch. Ja, ja. Ansonsten so random nebenbei. Ja. Ansonsten ist es sehr uninteressant. Es gibt ein paar Planeswalker, die liegen bleiben können, aber Oku ist keiner davon. Das ist genauso richtig. Wenig wie Jace oder Liliana Last Hope. Ja. So. Weiß nicht, ob Teferi dich so hat. Also Er ist ein bisschen ätzend, weil er Karten so hart triggern würde. Ja, aber es ist jetzt nicht so schlimm. Er ist sehr langsam im Kartenziehen. Genau, man hat selber kaum Instants drin. Ja, deswegen, also das denke ich, ist auch noch okay. Er muss halt früher oder später mal beantworten werden, damit eben der Card von Vorteil nicht zu hoch wird. Das ist richtig. Je nachdem, welchem Deck. Wenn man jetzt im 5-Color-Checkpile denkt, das Deck spielt mit 5 Discard-Spells, die eben auch in der Instant, in der Draw-Step sehr vernichtend sein können. Und wenn man jetzt in einem Rahmen von einem Miracle denkt, da ist es nicht ganz so schlimm. Ja, nee, ich habe jetzt mal so aus dessen Hausrichtung gedacht und da ist es halt einfach, glaube ich, nicht ganz so dramatisch.
wie gesagt, es kommt darauf an, wer das Kometa-Deck das Ding spielt. Ja. So, hier wird geportet. Ja. Man hat noch Caracas und Castle offen, das ist ganz nett. Inquisition. Da wird wahrscheinlich ein Hawk gehen. Ja, gehe ich auch von aus. Schöne ist halt, es trifft halt, selbst wenn er die Verzauberung hat, trifft es die nicht. Sie hat noch ein Sword to Plowshare. Ja, dementsprechend ist da auch keine Verzauberung leider. Zwei Mana für ein Schwert. Auf die Eule, ja. Das ist richtig. Dann geht ein Hawk. Ja. Überraschung. Zwei Hawks auf der Hand, da wird ein neuer Elch draus. Und der Oko rennt einfach mittlerweile weg. Ja, er hat halt so unfassbar viele Marken schon drauf. Ja, das ist ein bisschen das Krasse, wie schnell Oko Marken bekommt. Ja, weil er halt auch 2 plus fähig ist. Mehr Länder ist ein bisschen hart. Das ist halt bitter, das tut halt schon weh. Ja. Und der nächste Hawk. Auch den castet man nicht. Wie gesagt, das muss man lernen. Also ich darf mich da nicht von freisprechen. Nee, aber tatsächlich ist das sehr interessant. Auch interessant an dieser Stelle, ich möchte es einfach mal erwähnt haben, ist, dass die Thalia im geelften Zustand immer noch gekarakast werden kann. Sie behält ihren Legendary Type. Ja. Und, so ähnlich wie mit den Ländern mit Blatten tatsächlich, ne? Ja, genau. Der legendäre Mountain Caracas. Ja, der legendäre Mountain Caracas muss halt immer noch der zweite geopfert werden, weil es immer noch legendär ist. Ähnlich ist es mit der Thalia auch. Interessanterweise ist mir das auf dem Grand Prix in Bologna passiert. Mein Gegner hat meine Betterskull geelcht und wollte sie nach Fatal pushen. Und das funktioniert nicht. Nee. Aus dem Grund raus, weil sie weiterhin 5 Mana kostet. Ja. Oko ist eine ganz strange Karte. Das ist richtig. Soll ich dein Gehirn jetzt mal komplett überfordern? Oh ja, komm, hau mal raus. Du hast einen Magus auf dem Moon. Ja, kenn ich schon. Oh, schade. Ich hab den Artikel auch gelesen. Ich werde es trotzdem mal sagen, man hat einen Magus auf dem Moon und man okut ihn zu einem Elch. Und trotzdem bleiben alle Non-Basics Mountains, obwohl der Magus keinen Effekt mehr hat. Weil beides auf Layer 7 passiert. Ja, hast du lustigerweise diesen Artikel komplett gelesen? Weil es gibt noch irgendeine Karte, wo es so ist, dass nur die Sachen, die in der Vergangenheit reingekommen sind, unter dem Effekt leiden und die neuen dann nicht mehr? Ja, da gibt es einige von. Das nennt sich auch zum Beispiel... Boah, das ist ein Brain. Zum Beispiel Humility. Kennst du ja, alle Kreaturen sind 1-1, haben keinen Effekt. Hier ist übrigens der Nicol Bolas. Ja, ich sehe es. Krasse Karte, wenn man einfach mal 2 Okos am Feld hat. Der ist halt einfach unfassbar gut. Aber das ist halt, das macht das Deck schon wieder sympathisch, weil Nicol Bolas spielen ist halt schon geil. Also das sieht man halt sonst höchstens in einem Nick-Fit Planeswalker, also in einem Walker-Fit. Ja, ist schon gut. Ja. Auf jeden Fall, man hat eben den Punkt, dass man mit Humility an Bord, alle Kreaturen sind 1-1 und haben keinen Effekt mehr. Wenn man dann ein Mainland aktiviert, zum Beispiel eine Mishra's Factory, wäre sie 2-2. Ja, das ist... Das ist ganz witzig. Also diese Layer, es wurden ja ursprünglich, diese Secret Layer Drops wurden ja nach den 7 Layers benannt. Und die 7 Layers, habe ich in meiner Judge-Prüfung auch gelernt, sind Arschlöcher. Das wusste ich vorher auch schon. Nach meiner Judge-Prüfung war es noch schlimmer. Ja. Was ist? Ach hier, Angriffe, da sterben die Thalia und Melch. Man hätte die Thalia auch bouncen können. Ich habe jetzt nicht mitbekommen, warum der Elch gestorben. Man hat die Thalia gebaut, aber warum ist der Elch gestorben? Ja, der hat die Thalia geblockt. Und die Thalia war ein Elch. Ach, die Thalia war ein Elch? Ja, die Thalia war ein Elch. Das ist natürlich sad. So, ansonsten, ja, Nicol Bolas räumt das Feld jetzt mit dem Plus-Effekt natürlich auch richtig strong, mit dem Exile und dem Draw. Das ist halt alles sehr, sehr schlecht jetzt gerade für Dessen House. Also da müsste schon, glaube ich... Jetzt darf halt kein Toxic Deluge oder sowas kommen. Das wäre dann halt jetzt... Ja, das wäre vollkommene Zerstörung. Es ist ja so jetzt schon schwierig für ihn, da jetzt rauszukommen gegen 2... 5 Mana Jace. Ja, sicherlich. Kann man halt mal machen. Ja, Fates. Das Lustige ist jetzt, man hat einfach 2 Fates Seals an Bord. Ja. Oder man kann halt noch mit dem Nicol Bolas einen Food machen, der dann wiederum geelcht wird durch den Oko. Ja, das ist jetzt vollkommen insane. Das ist jetzt quasi schon Commander-Level. Yeah! Wir reden hier von einem richtig krassen, geilen Commander-Level, ja? Ja, das ist schon Commander-Level. So, wo sind meine anderen 2 Spieler, die jetzt diesen Spieler handeln? Ja, genau das. Warum spielen wir jetzt kein Multiplayer-Pre-Release? Ja, also da, ich glaube nicht, dass er... Man muss halt jetzt hier eine Antwort für einen der beiden Squadron Hawks finden. Einfach aus dem Grund heraus, dass man den... Das ist ein Drawland.
Naja, komm, im Zweifelsfall könnte man. Mit ein zweites Mal? Zweimal Feldziel ist halt schon geil. Genau. Das ist schon sehr, sehr krass. Der Punkt ist einfach, könnte er jetzt nicht einfach anfangen, die Hawks zu elschen und ja, genau, das ist, zu töten. Ich denke, das passiert jetzt hier auch. Weil dann ist hier halt rum. Was soll da noch passieren? Ja, hier geht noch mal einer darum. Ich glaube, es wurde nur Move gezogen, wie ich gesehen habe. Obwohl ich glaube, dass das Timing des Elchens sehr wichtig ist, der gegnerischen Hawks, damit ich weiß, was oben drauf liegt. Nicht, dass da irgendwas kommt, was mich dann stört. Jetzt weiß der Checkpile-Spieler, da oben liegt eine Ebene. Jetzt kann ich auch ruhig meinen Hawk vielleicht in der Elf machen. Genau, aber das ist halt jetzt durch das Double Fade Ziel kann man eben sicher sein, dass da nichts mehr beim Gegner rauskommt. Ja, da kommt Down in the Loch auf. Auf den Hawk. Ist auch. Aber damit bleibt der Bolas auf jeden Fall, egal was er tut, immer bei 4 Marken bzw. bei 2 Mark. Ja. Das ist schon. Und Oko und Jace, also gerade der Jace gewinnt dann halt jetzt langsam das Spiel. Ja, auf jeden Fall. Also da wird, glaube ich. Fade-Ziel. Drunter. Ja, leg mal drunter. Fade-Ziel. Halt schon dumm. Ja, die Mischloss kann man oben lassen. Geht tatsächlich. Also man ja, ist nicht ideal, aber es gibt Schlimmeres, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Da kann man jetzt dann anfangen zu elchen. Ja, das ist schon sehr lustig. Das ist schon schmerzhaft, was da jetzt gerade passiert. Ja. Aber das ist halt genau dieser Punkt, weshalb ich sage, in dem Checkpile gehört der Bolas einfach rein. Viele sagen, es ist Win More. Ich sage Win Faster. Ja, da stimme ich dir, ich stimme beiden zu. Es ist natürlich, also... Oftmals gewinnt er auch ganz alleine durch seinen Plus-Effekt. Ja. Weil sein eigener Plus-Effekt lässt einfach den Gegner entweder eine Karte exilen, eine Karte auf eine Hand exilen und man zieht selber eine Karte. Grundsätzlich ist die Idee, warum er in diesem Deck ist, einfach nur sein Minus-Effekt, Destroy Target Planeswalker, ja, klar. Um eben mit sowas wie Oko oder dem Edna Jace oder dem Edna Teferi einfach zu handeln. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde die Karte halt auch gut. Das ist gar keine Frage. Ich meine, der kostet nicht umsonst 5 farbige Mana. Tradet man hier ein Food gegen einen Vogel? Ja. Natürlich, in der Situation ist er jetzt nur noch Win More, aber ich, mein Gott, oder Win Faster, wie man es nennt, klar. Aber ich finde ihn definitiv okay, weil er ist... Es ist der Gottfahrer. Es ist halt ganz einfach. Ob ich jetzt einen Oko oder ihn lege und es ist im Endeffekt ein Threat, der beantwortet werden muss, ist doch vollkommen egal. So, sie können beide das Spiel gewinnen. Und ob ich jetzt dann Nicol noch drin spiele... Ein zweiter Oko ist auch nur Win More. Ja, genau, im Endeffekt. Also von daher... Hier wird jetzt ein Elch gemacht aus dem Vogel wieder. Weil man den Gegner Elchen eh zerstört hat. Und da kommt jetzt gleich die Jace-Ulti. Oh ja, wir sind... Für die Weile wird man schon Mana bezahlt. So ja, Jace-Ulti und das war's dann. Ja, das ist... Ich wollte gerade schon fragen, wann greift er denn mal mit den Elchen an? Aber nee, braucht er nicht. Nötig. Brauch er nicht. Lustigerweise... Das war das 1-0. Sehr langes Spiel. Ja, das war ein wirklich, wirklich langes Spiel. Weil eben auch nicht mit den Elchen angegriffen wurde. Und dementsprechend... Jo. Da wird offen gebordet. Ja, so ein bisschen, um mal drüber zu quatschen wahrscheinlich. Weil ich weiß, dass der Thomas das Death and Hawks, generell Death and Hex, das erste Mal gespielt hat. Dafür hat er das sehr sauber gespielt. Ja, sah okay aus, auf jeden Fall. Klar, die Fiole kann man öfter benutzen. Port hat er gut benutzt. Das war echt schon okay. Oh mein Gott. Ich muss auch sagen, dass ich habe ja jetzt auch quasi das erste Mal am Freitag gespielt, das Nox. Muss sagen, es hat doch mehr Tiefe und mehr Gedanken drin, als man vielleicht beim Zusehen am Anfang denkt. Naja, noch hat man die starken Karten wie Primas oder so ja noch nicht gesehen in dem Matchup. Ja. Und die guten Karten, die Friss- oder Stirbkarten. So. Ja, wie immer, hier abheben oder tippen, ganz wichtig. Und ich sehe einen Brainstorm, ich sehe einen Ponder, ich sehe einen Land, das würde ich schon keepen. Ich sehe einen Hawk, ich sehe eine Menge Hawks, eine Menge Länder. Councils. Ja, ich denke, das kann man halten, das ist okay. Ja, würde ich auch sagen. Da ist ein Hawk, das sind Councils und Stoneforge kann man mitarbeiten. Ja, denke auch. Die Frage ist, ob man hier erst die Stoneforge oder erst die Hawks spielt. Je nachdem, wie wichtig einem das ist. Kommt auch ein bisschen daran, was man nachzieht, denke ich. Ja, und ob man eine Verzauberung hat. Wenn man die Verzauberung früh findet, dann ist es sowieso besser. Aber hatte dessen Hauptspieler einen Mulligan genommen? Ich glaube nicht. Er hat nur 5 Karten auf der Hand. Dann wird er einen Mulligan genommen haben. Deswegen, weil das hat mich gerade irritiert. Aber ich glaube, er hat keine Karte drunter gelegt.
einfach nur eine zu wenig gezogen. Das kann passieren. Das ist aber schon ungewöhnlich. Ja. Das hat er extra gemacht, damit er jetzt mehr Hawks auf die Hand nimmt. Ja, jetzt kann er halt alle drei Hawks. Er ist schon Trick 17. Er ist schon ein schlauer Boy. Ja, ja. Hat er alles im Schmallige in der Aufwärme, damit ich auf jeden Fall drei Hawks nehmen kann. Aber es ist lustig, man wird immer gefragt, wenn man nur zwei Hawks nimmt, so, hä? Warum denn nur zwei? Ja, ja. Jedes Mal. Ja, ja, weil die Leute auch gar nicht auf die Handkarten nehmen, wirklich drauf achten. Oder einfach denken, man hat genug Karten, die man wegwerfen kann. Außerdem schützt das vor Cable Therapy. Man hat immer noch einen Hawk, der nichts findet, aber egal. Ja, aber tatsächlich könnte das manchmal eine strategisch gute Entscheidung sein. Ja. Obwohl es dann, glaube ich, auch egal ist, wenn drei Hawks schon gefressen werden. Die hat der eine leider nicht mehr wirklich. Es ist immer noch ein 1-1-Flieger. Schlechter aber als eine Nakromöbe. Man muss halt dazu sagen, dass Cable Therapy aktuell eigentlich nicht so eine gute Karte ist. Also da ist Inquisition halt besser, weil viel sowieso maximal 3 Mana kostet. Genau, es ist relativ selten, dass man was findet, was man nicht hat. Es sei denn, man spielt natürlich gegen sowas wie Big Eldrazi oder so einen Quatsch. Aber und man halt nicht so viele Playsets quasi jetzt tatsächlich in den Decks hat. Also genau. Man hat ein bisschen mehr, man sieht es ja, man hat Jace, man hat Teferi, man hat Oko und sowas. Sim Library, sehe ich das richtig? Nee, das ist keine Sim Library. Das war eine Mystery Forest. Der Brainstorm findet Swords, Jace, und dritte Karte? Ich glaube, ein Land war das andere, oder? Ja. Eine Jace scheint zurückzugehen. Alles starke Karten, also bis auf Land. Land ist die beste Karte, aber ohne Land sind die anderen Karten doof. Nein, ja, die beste Karte ist Insel. Ja. Ansichtssache. Da fetcht man jetzt wahrscheinlich auf Bio? Swamp? Oh, Basic. Ja, Basic. Ah, okay. Weil Wasteland. Ja, man hat, ich verstehe schon. So, die Frage ist, ob man jetzt hier das Councils nimmt. Ich denke, ja. Ein Hawk ist, glaube ich, eher uninteressant. Ja. Und das Councils. Oh. Stoneforge ist natürlich auch eine Karte. Da kommt erstmal ein Force. Jetzt die Frage, was man pitcht. Man könnte jetzt natürlich die Stoneforge pitchen, weil man weiß, dass er das Councils nehmen wird und man damit die Hawks hat. Ja. Wurde man hätte aber auch einen Hawk nehmen können, einfach nur um den Gegner zwischen Councils und Stoneforge entscheiden zu lassen. Ich bin mir hier nicht sicher, was besser wäre. Also ich hätte wahrscheinlich einen Hawk gepitcht. Ich wahrscheinlich auch. Aber die Möglichkeit besteht eben so, dass man halt hingeht und sagt, okay, sogar das Councils das wird sogar ignoriert. Das, ja, ist, das hat mich jetzt überrascht. Auch. Mich auch. So, Wasteland. Oh, 3-2 Thalia, sehr gut. Ist immer, wenn man Thalia sieht, dann erstmal, Thalia ist gut. Vor allem eine 3-2 Thalia mit Erstschlag ist halt strong. Strong. Da kommen sehr, zwei. Sehr strong. Ach, dieser Force ist so eine schöne Karte. Ja. Auch wenn er in Deutsch echt doof ist. Irgendwie. Das heißt irgendwie bla bla bla, der Ermächtigung oder der Tapfer-Ermächtigung oder so. Sagst du aber nicht, ich will den, wenn auf Deutsch spielen. Ja. Das ist übrigens, ihr dürft alle mal Beschwerde bei Besatz einlegen, dass man das Deck nicht vernünftig eindeutschen kann, weil die schönen Thalias es nicht auf Deutsch gibt. Ja, wenn du auch schon Deutsch spielst, kannst du auch einfach hässlich spielen. Hallo? Hallo? Never ever. Hallo. Sei froh, dass du keine Legends-Karten mehr spielen musst. Ach, warte, Caracas gibt's auch nicht in Deutsch. Ja, ist doch so. Ja, oder ein schwarz-sonnigen deutschen Blood Moon wäre auch ganz schön. Endlich mal nach all den Jahren. Der nicht unfassbar teuer ist, weil es müsste, glaube ich, 8. Edition voll deutsche geben. Ja, genau, aber wenn es nicht voll sein soll. Ist aber Blackboarder gibt es keine deutschen Blood Moons. Und das hat mich sehr verstört. Ich muss das erst googeln. Ihr könnt selber alle mal nachgoogeln. Das ist ja auch hauptsächlich dank dir. Ich habe es aber auch nachgeguckt und es ist sehr frustrierend. Ja, wenn man gerade wenn man deutsch komplett ist. Deutsch fast spielt und dann das nicht kann. Ja. Tut mir leid, ich sehe es nicht. Eine 8. Edition voll Blood Moon zu kaufen, der ist ein bisschen teuer, glaube ich. Ja, deutsch. Ist auch. Weil die sind auch sehr hübsch, weil das Foiling in der 8. Edition auch sehr gut ist. Also gerade ich, der ja relativ viel sich mit den Foilings auseinandergesetzt hat, eben wegen dem Death in Texas, muss halt sagen, die 8. Edition sind es schon. Hübsch. Kommt ein Fetch. Kommen einfach mehr Hawks. Ja, Hawks sind Noise. Kommt noch ein Fetch. Okay. Jace. Toxic. Oh, das wäre jetzt natürlich eine gute Karte. 3 Mana sieht nach Toxic aus. Nee, Drown in the Law. Stimmt, 3 Mana, es müssten noch 4 sein, solange Talia da liegt. Warum ist da noch ein Mana da dann? Swords. Ja.
hier versucht man einfach so schnell wie es geht, so möglichst viel Damage wegzunehmen, wie es irgendwie geht. Ja, vor dem Talia loszuwerden ist ja ganz schön. Weil man ansonsten einfach tot geraced wird, wenn jetzt irgendwie so ein Primas kommen würde oder so, das wäre schon... Feierabend, glaube ich. Ja. Also Primas jetzt noch zu beantworten nach dem 2-Removal-Wechseln ist schwierig. Ja. Grün oder Weiß, hier nimmt man wahrscheinlich das Grüne weg. Ja, hätte ich auch gemacht. Schaltet, glaub oh, ich, da kommt nichts. Ah, das ist halt immer die vernichtende Situation, wenn da jetzt nichts nachkommt für das Agro-Deck. Ja, dann ist schlecht. Weil in dem Moment hat Dessen Horst halt jetzt die Agro-Version übernommen. Ja, da sehe ich einen Teferi, glaube ich, noch auf der Hand. Ja, da geht das. Councils wieder mal. Ja. So, Land, die Teferi, bounce ja. Den Hawk. Ja. Bounce die Verzauberung natürlich auch, aber die könnte er direkt wieder ausspielen. Ja, aber das würde ihn 4 Mana kosten, weil er hat ja keine weiße Karte mehr auf der Hand. Wir haben, glaube ich, noch ein Land gesehen, oder? Hat der Checkpoint-Spieler keine Karte gezogen? Habe ich nicht drauf gedacht. Aber er hätte halt eine Runde länger den Teferi behalten, was aber irrelevant wäre, glaube ich. Ja. Und ich habe einen Sports jetzt noch gesehen. Ja, komm, jetzt spiel den wurden gerade 2 Länder wieder. Gespielt? Es wurden gerade 2 Länder gespielt? Ja, ist richtig. Das ist der Ausgleich dafür, dass der Checkpoint-Spieler keine Karte gezogen hat. Ja. Ja, ist halt, gerade wenn das man dann hätte ich halt jetzt nicht gemacht. Ich hätte safe einfach den Force gedroppt. Solange er jetzt halt nichts spielt, ist es vollkommen fair, weil dann hat er einfach nichts runter in den Drop. Aber das ist natürlich schon, sowas darf halt eigentlich nicht passieren, wenn man solche Doppelländer spielt, aber das passiert halt leider immer mal wieder. Gerade wenn es halt auch keinem auffällt. Ich frage mich immer noch, warum er den Force nicht schon gespielt hat. Da ist ein Schadenport. Ja, jetzt spielt den Force. Darauf spielt den Force. Ja, gibt noch ein Leben mehr. 3. Kann er aber nicht. Nee, er wollte gerade einen Flickerbiss flashen, aber Flickerbiss hat keinen Flash. Das ist dann auch gerade aufgefallen. Ja, aber das passiert halt das immer wieder. Auch nicht. Das ist, doch, das geht. Das Ding hat Flash. Flash. Gibt nur noch 2 Leben. Ja. Oh, Leute. Ja, das Ding hat Flash, sonst könnte man es ihm nicht spielen. Das habe ich nicht gesehen. Ja, ich dachte, das ging einfach, weil es alternative Kosten sind. Nee. Inquisition nimmt die Ding. Und ab jetzt ist es irrelevant, dass kein Land gespielt, dass ein Land zu viel gespielt wurde. Tatsächlich, weil jetzt ist der Landdrop wieder drin. Seid jetzt wieder ein Land gespielt. Das ist das nicht Ataskal auf der Hand? Und das ist ein Hals? Nee, eine Needle. Ja, Oko. Oko. Ich denke Oko, weil Jace ist nur ein einziger im Deck. Nicole Bolas ist drin. Der eine Teferi ist auch der einzige, der drin bleibt. Das kann er auch aktuell nicht casten, glaube ich. Black. Nicht mal ansatzweise. Und ein schwarzes. Ein drittes, meinst du? Ja, ein drittes schwarzes. Ja. Sollten wir vielleicht mal erwähnen, dass das beim nächsten Mal da vielleicht ein Zettel draufgelegt wird? Alles okay. Weil sieht ja nachher, was gespielt wird, was nicht. Ja, weil es natürlich leider kein Vita aktuell. Nee, noch nicht. Na, vielleicht wenn du. Guck mal, der Oko nicht angesagt wurde. Mal. Oha, wenn jetzt natürlich. Okay. Library. Gute Karte. Sehr gute strong Karte. In der Situation. Gute Karte. Primas. Komm. Du kannst auch 3 Mana, das war kein Primas. Das ist super ärgerlich jetzt für den Dessenhawks-Spieler. Ja, weil das ist 3, 4 unfassbar. Spiel, das ist so. Auf 9 Leben, das ist halt schon. Jetzt kommt halt die Library zum Triggern, das ist halt schon schmerzhaft unter Umständen. Ja. Naja, außer sie findet nichts. Ja. Der Klassiker. Aber es ist soweit auch nicht schlimm, weil das Dessenhawks findet auch nichts. Es lässt auch schon alles so getappt liegen, wie man so irgendwie haben möchte. Außer die Fioli verwundert mich noch so ein bisschen. Ja, die wird auch schon mit dem Endstep hochgedreht. Ist vollkommen egal hier. Das ist wirklich, das ist auch wieder hier Frustration wahrscheinlich, dass man einfach nichts zieht. Ja. Und wie gesagt, gegen eine Library dann zu spielen, ist halt nicht schön. Ja, mehr Länder braucht das Land. Mehr Wastelands. Natürlich schon nicht so schlecht. Ich habe einen Brainstorm gesehen, der wird jetzt wahrscheinlich gezogen, der wird wahrscheinlich gefetcht, wird gebrainstormt. Ja. Man versucht hier natürlich. Der Klassiker. Man versucht natürlich, ja genau, den Fetch vor dem Brainstorm, der Klassiker. Ja, man versucht hier natürlich neue Karten zu finden, neue Auswege zu finden. Ja gut, ich denke, dann machst du Anfang jeder Runde was Besseres als ein Brainstorm aktuell.
Ja, wenn man jetzt noch einen Fetchland zieht, kann man eben eine Menge Quatsch aus der Hand loswerden. Das ist richtig. Weil der Checkpoint-Spieler sitzt da mit zwei, drei Handkarten und macht einfach nichts damit. Urso, oder? Ja. Urso ist natürlich gut. Uff. Ja, natürlich hätten wir auch noch ein Land. Ja, jetzt kann man natürlich noch besser mit dem Rainstorm arbeiten. Ja. Mishras ist zumindest eine Kreatur. Ja, aber jetzt kommt als nächstes der Urso wahrscheinlich. Das ist okay, man kann mit dem Sword of Fire und Eis Schutz vor Blau gehen. Richtig. Dann geht man für sieben. Allerdings sehr mana-intensiv. Ist aber drin. Kein Problem. Plus Port sogar noch. Ja. Das ist gar kein Problem aktuell. Das ist der Vorteil, dass hier so viele Länder gezogen wurden. Ich verwirr jetzt immer, dass Leute den Urso dann nicht casten. Noch ein Land, yay. Ja, oh. Swords to Plowshares, das ist halt sehr gut. Gibt drei Leben. 27 Leben zum Runterprügeln. Tatsächlich. Ja. Ist das möglich? Kaum. Noch ein Leben mehr. Dazu und das hier in Ordnung. Ja. Allerdings jetzt wieder das Uro-Problem theoretisch im Friedhof. Das ist gelöst. Da liegt ein Karakas. Man darf nie vergessen, dass sowohl Uro als auch Kroxa legendäre Kreaturen sind. Ja, ist richtig. Bei Kroxa habe ich es am Schirm, aber bei Uro hat es nicht am Schirm. Obwohl es für den Jackpot-Spieler wahrscheinlich auch fein ist. Er zieht für drei Mana eine Karte, kriegt drei Leben. Ja, das Problem ist, dass es jedes Mal das zweite Mal, wenn er gecastet wird, ist es dann so, dass er dann immer wieder gebounced wird. Er wird nicht. Er wird ja, nicht, natürlich. Er wird gebounced, ja, wenn er. Wie heißt denn diese Fähigkeit? Ja, nicht Flashback, sondern ausbuddeln. Ich will die ganze Zeit sagen Entomb, aber das ist falsch. Nee, es ist nicht Entomb. Ach, ist richtig. Entomb ist eine Karte. Ich guck mal kurz, ich habe hier neben den Karten liegen, irgendwo müsste ein King to Dust. Ne, hier ist ein Kroxa. Escape. Escape, ja, natürlich escapen. Natürlich aus dem Nix escapen, das macht Sinn. Auf jeden Fall, nachdem die Karte escapen wurde, wird sie dann gebounced. Und dann wird sie wieder geopfert und dann muss man sie wieder escapen. Ja, ja, Escape frisst halt im Friedhof. Karte ist schon ganz gut. Oh, Gideon. Aber das dürfte zu spät sein, ja, ja. Die Library hat mittlerweile so viel gezogen. Sie braucht halt endlich mal eine Win-Option. Aber ansonsten hat wahrscheinlich 1000 Antworten beim Jackpot-Spieler. Ja, die Library hat halt das Spiel da irgendwo schon hart entschieden, meiner Meinung nach. Ja, ja, das auf jeden Fall. Es ist halt eine unfassbar gute Karte. Es ist interessant, dass die Library nur reingebordet wird, wenn man 4 Force of Will rausbordet und einfach keine Karte hat, die man reinborden kann, außer die Library und den Black Engineer. Und der Black Engineer ist ziemlich kacke in dem Deck. Ja, die Frage ist auch gerade, was der Black Engineer jetzt angesagt hat. Aktuell würde ich trotzdem weiterhin von Human ausgehen, weil die Vögel alle schon durch sind. Allerdings hast du nur Talia als Human, glaube ich, noch, oder? Ja, aber man sagt einfach generell einfach eine Sache an. Ja. Erstmal. Wenn man ihn spielt, weil man muss ihn langsamer spielen, damit man jetzt anfängt. Das nächste Land. Da ist wiederum ein Human. Das ist richtig. Und das produziert zumindest Viecher. Ja, die auch am Leben bleiben, was ganz nett und ist. Und ausgerüstet werden können. Das ist das Wichtigste, glaube ich. Das ist schon nicht schlecht. Das ist halt 4 Mana, ich mache jede Runde einen 1-1er aktuell. Das ist schon okay. Ja, aber hier war es auch wichtig, dass man trotzdem einfach Human sagt. Ein bisschen lucky, aber wichtig. Ich weiß aber auch nicht, ob hier Human gesagt wurde, natürlich. Also, Ja, wäre natürlich jetzt fies, wenn nicht. Vielleicht hat er ja Elch gesagt. Für den Fall, damit auf beiden Seiten die Elche 3-3 sind, sagst du? Ja. Fair. Ein Abgeben wird geportet. Ich würde wahrscheinlich wieder die weiße, die rote porten. Nee, wird nicht geportet, ausgerüstet. Abrupt Decay auf das Schwert, ja. Weil hier auf die Kreatur macht keinen Sinn mehr. Dann Library. Findet die Library was? Sie scheint irgendwas gefunden zu haben. Ponder. Baleful Strix. Das ist halt sehr krass. Das ist halt zieh mal eine Karte, ich zieh mal die nächste Karte, ich zieh mal die nächste Karte, ich leg mal dann. Benutzt meinen Planeswalker. Go. Mhm. So ist halt die kurze Zusammenfassung von dem, was hier aktuell wird jetzt wahrscheinlich wieder passiert. Gemacht. Ja. Ja. Da kommt jetzt ein Attack für 5. Ja. Auch hier natürlich interessant, wenn es jemand weiß, kann es gerne mal in den Kommentaren schreiben, was passiert, wenn man den solchen wieder elcht. Ich möchte es nicht spoilern. Okay.
Das würde ich ganz gerne von euch mal wissen. Was passiert dann? So. Ansonsten, Zweiter Force, der wird. Hat man dann noch das Mana für einen Token? Nee. Ich denke nicht. Nee, es fehlt ein Mana. Für letzten 2-2 Token. Ja, aber das Rennen jetzt noch zu gewinnen, ist halt schwierig. Ja, mit dem 2-2 Token heißt es bedeutet einfach, dass der Seuchensieder aktuell nicht angreifen kann. Was sehr ätzend ist. Ja, ist richtig. Da muss man jetzt eben schauen, was man dabei draus macht. Man muss halt eine Antwort für die Ding finden. Ja, der Jackpot-Spieler könnte jetzt aus dem Token auch einfach mal aus Nettigkeiten 5-5-11 machen. Ich denke nicht, dass das passiert. Das denke ich auch nicht. Das Deck ist auch nicht mehr so voll. Ich wollte gerade sagen, oh mein Gott, es ist ganz schön dünn. Ja. Richtig. Sollten Sie da auf Human ist ja wieder ein 1-1er. Das ist natürlich eine gute Karte. Ja, da schwingt alles rein für 5. Nee, da ist ein Elch bei, zwei Elche. 11? 9. 6, 8, 9. Ja, 9. Oh mein Gott. Mathe ist halt nicht meine Stärke. Da kommt eine Talia, da kommt ein Human Token. Ich denke nicht mehr, dass das reicht. Ja, man kann auch einen Human machen. Macht er auch. Und dann relativ viel am Board, aber ich weiß nicht, ob das reicht. So, das kommt da jetzt drauf an. Noch so ein Säugensieder wäre toll, aber ich weiß, dass das Deck nur 2 spielt. Das wäre auch ein bisschen. Das wäre jetzt insane ätzend. Okay, man mischt hier, by the way. Ohne ein Land rauszuholen, wenn man keins beim Deck hat. Ja, aber gut, Mission ist ja schon. Die Mission für ein Leben würde ich jederzeit nehmen, so als Basic-Effekt. Ja. Ich darf mein Deck einfach mischen für ein Leben. Du weißt ja, ich bezahle mein Leben. Dann tauscht man so eine Talia mit so einem Astrolab. Dann wird die gebounced und dadurch wird der Exchange nicht stattgefunden. Es sei denn, man würde sie danach bouncen, dann würde der Exchange zumindest stattfinden. Das wäre auch flüger, oder nicht? Ist aber glaube ich, irrelevant. Ja, natürlich ist es irrelevant. Aber das hätte man hier sauberer machen können. Ja, wie gesagt, das ist aber auch rum. Geht man auf ein Leben? Ja, allein durch die Vögel ist das schon mal. Sehr schade. Naja, Oko macht einen Elch aus der Narbe. Cataclysm. Ist in dem Deck nicht drin. Tatsächlich kann man nicht spielen. Nee. Sondern daraus, dass man selber zu viele Verzauberungen, Kreaturen, Artefakte und so weiter auf dem Board hat. Ja, man spielt zu viel am Board rum. Ja, normalen mit dem Deck wäre das jetzt eine gute Antwort gewesen. Ja, das wäre Bombe. Aber da ist nur eine zweite Talia und da ist over. Ja, 2-0 für den Checkbite-Spieler. GG. Sehr, sehr, sehr schade. Devin Hawk-Spieler hat auf jeden Fall eine Menge Lands gespielt. Ohne Mist, also wow, das war sehr, sehr unlucky, wie unfassbar viele Länder er gezogen hat, wo er einfach nur ein Sweat gebraucht hätte, um das Match zu entscheiden. Ja, aber gut, das passiert halt ja, auch. Ja, es ist Magic. Genau. Ist und bleibt Magic. Magic. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.